Und los ging's. Wir wussten nicht genau, wie man nach Byron Bay kommt. Also fuhren wir einfach den Bus hinterher, in dem Katie saß. Vielleicht nur ein bisschen zu dicht. Wirkt ja voll verstört. Liegt das unter Umständen an unserem Wagen? Glaub ich nicht. Eigentlich hätte ich ein paar Fragen zu dem Auto. Schieß los. Erstens, warum hast du es gekauft? Ich brauchte eine coole Schüssel und Shano hatte die hier im Angebot. Zweitens, ist Shano ein Fan hässlicher Graffitis? Shano ist nicht bescheuert. Die Schnecken stehen auf Graffitis. Sicher nicht so sehr, um mit Shano ins Bett zu steigen. Was quatschst du für einen Müll? Der hatte hier drin so viel Sex, dass ich erstmal die Sitze reinigen musste. Das ist ein klassisches Aussie-Rammelgefährt. Tatsache. Der Dosenöffner. Die mobile Jungfernwandeleinheit. Genau das Richtige für Will. Brüller.